Es ist komisch. Warum würden die dich fangen und nicht töten wollen? Vielleicht sieht er mich nicht als Bedrohung. Er? Ich weiß, wer du bist. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier zu den Evil Within The Assignment. Back hier aus der Kanalisation, wo wir letzten Part abgehauen mussten. Wir wurden verfolgt, zerstört, demoliert und alles Mögliche. Und wir sind immer noch hier unten und haben endlich das Tor aufgekriegt und können nun weitergehen und weiter Leslie suchen. Wieso machst du so langsam die Tür auf? Hallo? Ich weiß, wo wir sind. Hier liegt was. Nämlich Eintrag 246. Heute ist etwas Überraschendes passiert. Er war in der letzten Gruppe von Testsubjekten. Nur ein Patient, der brabbeln und vielleicht sterben würde. Patient 105, Leslie Withers. Ruben hatte ihn als nutzlos aussortiert. Aber er muss es gewusst haben. Er wusste, ich würde seine Aufzeichnungen lesen. Wo hat Ruben wohl noch gelogen? Aber dieser Leslie, er kam ruhig und ausgewogen zurück und konnte von seinen Erfahrungen berichten. Dank seiner einzigartigen Pathologie konnte er den Stem unbeschadet überstehen. Sie wissen nichts von seiner Existenz, aber ich bin sicher, er ist der Schlüssel. Wenn wir alle das Bewusstsein teilen, dann sollte ich mit ihm den Stem nutzen und vielleicht sogar die unschönen Aspekte davon unterdrücken können. Mit ihm kann ich die Technologie meistern, an deren Erschaffung ich mitgewirkt habe. Mobius wird meinen Wert erkennen und mich weiter in seinen Reihen aufsteigen lassen. Aha, immer diese weiteren Informationen zum Stem und Rufen und den Patienten. Und ja, wir sind hier. Das kennen wir doch. Hier waren wir schon mal. Eigentlich. Ja. Joseph, du bist okay. Du auch, zum Glück. Ein Zeichen von Sebastian? Nein. Vielleicht können wir zurück und ihn suchen. Nein. Ich meine, wir sollten erst einen Weg herausfinden, dann kümmern wir uns um ihn. Ja. Kriegen wir das Tor da auf? Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Joseph, pass auf dich auf. Das mache ich. Schau du dich um, ob es noch einen Weg raus gibt. Aha, die sind am Kämpfen? Eigentlich ja. Wir haben bestimmt nicht viel Zeit. Vielleicht findest du einen Weg hier raus. Ja, jetzt wissen wir, wie sie hier durchgekommen ist. Durch die Türe hier. Die anderen gar nicht sehen. Weil hier kommt man ja nicht durch. Da ist ja zu. Da kommt man ja auch nicht durch. Da kommen gar keine Gegner, ist voll gelogen. Nö, da kommt gar nichts. Voll gelogen. Naja, wir gehen hier durch. Und gucken, wo sie eigentlich lang gegangen ist und darüber gekommen ist. Katze. Speicherpunkt, hä? Da gab es nämlich einen Speicherpunkt. Wir speichern mal das hier. Wenn Wege sich kreuzen. Zack. Gespeichert, ne? Ja, Profil. Oh, hast du schön gemacht. Weißt du schön. Stell ihn mir mal auf und gehen weiter. Tschüss, Katze. Wir müssen hier einen Weg finden. Der Weg dürfte ja eigentlich nicht lang sein, weil die war ja schnell drüben. Hat die in der Zwischenzeit noch was anderes erlebt, wie es aussieht. Ah, die anderen schreien, hä? Ja, die anderen zwei haben sich jetzt getroffen. Joseph und unser Herr Detektiv. Da ist eine Tür. Ja, welche Tür ist jetzt richtig? Okay, was? Vielleicht ist hier nochmal ein Brieffragment.
scheint so. Hier ist ein Rätsel, hä? Ach, ein Teil fehlt, hä? So wie das aussieht. Hm. Wow, wie war denn das Zeichen jetzt nochmal? Lol, ich weiß es doch nicht mehr. Aber ein Zeichen? Da fehlt ein Stern oben. Das Zeichen. Hm. Nee, das war's aber nicht. Das hier, oder? Aber nur. Hm. Das ist eine gute Frage. Ist aber nicht der richtige Weg, wie das aussieht. Nee, das ist der richtige Weg. Ich muss das Rätsel lösen. Das Rätsel! Ich noch mal wüsste. Ach, ich kann das drehen auch noch, ja dann. Ja, das ist wieder. Hm. Volles Rätsel, ey. Jetzt sollte man wissen, wie es aussah. Dieses tolle Zeichen. Hm. Es fehlt doch auf jeden Fall hier beim Stern was. Ist das hier fehlt? Ah. Okay. Oh. Geheime Notiz. Eintrag 22. Sie haben andere Forschungsprogramme zu unserer Unterstützung abgestellt. STEM genießt absolute Priorität und steht über der Forschung anderer Abteilungen. Chemische und botanische Studien zielen nun darauf ab, die Subjekte auf die Verbindung vorzubereiten. Jetzt, da der Prototyp funktioniert, gehen alle Experimente weiter. Nach der STEM-Integration werden die Patienten umfassend befragt. Ihre Pathologien beeinflussen zwar ihre Erlebnisse, aber es gibt Gemeinsamkeiten. Sie erleben alle die gleiche Umgebung, die gleichen Ereignisse. Die Welt, in der sie leben, wird mit jedem Besucher größer. Das legt die Vermutung nahe, dass Teile des Bewusstseins der Nutzer im STEM zurückbleiben. Und so die Umgebung erschaffen. Es ist, als würde im Inneren eine neue Welt entstehen. Ja. Irgendwie ja. Aber diese Welt ist nicht schön, sondern grausam. So, dann werden wir jetzt mal weitergehen. Sonst warten die unteren zwei noch lange auf mich. Aber ich habe so das Gefühl, das wird nicht leicht werden. Sie lassen sich verwirren. Ich habe sie davor gewarnt. Wo verdammt sind wir hier? Ich versteh's nicht. Was passiert hier? Ruvik weiß, dass sie hier sind. Er ernährt sich von ihnen. Aber es gibt wichtigere Probleme. Dieser Detective. Joseph ist kein Problem. Er hat nicht mal Verdacht geschöpft. Er ist entbehrlich. Wie deutlich muss ich werden? Beseitigen Sie ihn. Das ist ein Befehl. Joseph zu töten. Wird mir nicht helfen, Leslie zu finden. Man kann ihm nicht trauen. Er wird sich gegen sie stellen. Wie alle, wenn sie erfahren, wonach sie suchen. Sie wurden gewarnt. Sie sind schwach, Kid. Und sie enttäuschen uns. Alles okay bei euch? Alles okay. Sebastian. Vielleicht können wir sie anheben, sodass Kidman durchpasst und sie dann von drüben öffnet. Wir zählen auf dich.
Es ist komisch. Warum würden die dich fangen und nicht töten wollen? Vielleicht sieht er mich nicht als Bedrohung. Er? Ich weiß, wer du bist. Du wirst ihn nicht bekommen. Du hättest seine Befehle befolgen sollen, Kid. Nicht dein Ernst, dass ich jetzt gegen Joseph kämpfen muss. Hältst du mich für dumm, Kidman? Alter Schwede, muss das jetzt sein? Okay, er hat rausgefunden, was wir vorhaben. Tja, mein Freund. Wie kriege ich dich am besten? Gute Frage, nächste Frage. Ist die Frage, sieht er mich durch die Laken oder nicht? Was macht er? Du hast uns hierher gebracht. Dafür bringe ich dich um. Hä, wo läuft der hin? Hä? Bin voll. Geil. Ach, das ist das ganze Ding hier, wo er mich jagen kann. Das ist natürlich auch praktisch. Da rechts ist er. Ich werde dich umbringen, Kidman. Ich weiß, dass du mich umbringen wirst. Ich sehe dich leider nicht. Oh Mann, hey. Joseph! Joseph! Wo bist du? Joseph? Joseph? Mich für dumm, Kidman? Bisschen bist du dumm, Joseph. Hat mich jetzt aber nicht gesehen, oder? Da bist du ja. Nein! Lass mich! Lass mich! Weit kannst du nicht sein. Mich jetzt gesehen? Lass mich! Lass mich! Bin ich da? Boah, es ist gruselig, wenn der hier vorbeiläuft. Jetzt sollte er mich beeilen. Mit dem Hauen. Scheiße ist halt. Zeig dich, verdammt! Ich weiß nicht, wie er auf meine Schritte reagiert. Ich zeig mich nicht, nein. Hab ich dich. Weit kannst du nicht sein. Tschüss! Hat er mich? Seh's nicht. Kann ich rausgucken. Hab ich dich. Na, wo bin ich? Weit kannst du nicht sein. Ha 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 ha!
Wow. Das war knapp. Bist du das, Kidman? Nein. Jetzt hat er mich, verdammt. Hör, der Licht steht in mir. Ich bin noch nicht da. Der steht voll in mir. Geil, hä? Ich bin doch nicht da, mein Freund. Hau doch einfach ab. Hau doch einfach ab. Na? Deine hässlichen Lacher. Oh. Hältst du mich für dumm, Kidman? Ja, halte ich dich. Dummer Sack, du Blöder. Du blöder Sack, du Blöder. Fick dich, Kidman. Nein, fick dich selber. Was war das? Kann ich gar nicht nehmen. Fick dich, Kidman. Fick dich. Ja. So, mein Freund. Ich werde dich gleich zum zweiten Mal. Zeig dich, verdammt! Zeig ich doch selber. Verdammt, das ist zu weit. Eindeutig zu weit. Ja, da hat sie sich wieder umgedreht. Natürlich. Natürlich mal. So richtiger Schleichboss, ey. Meine Fresse. Ich möchte gar nicht wissen, was er macht, wenn er mich einmal hat. Ich werde dich umbringen, Kidman. Das glaube ich dir sogar. Und dafür musst du mich erst kriegen. Digga, was ist los? Kommst du wieder zurück? Oder bleibst du da hinten stehen? Ja? Du machst... Ey. Ich wusste, dass du keine von uns bist! Ich wusste, dass du keine von uns bist. Mann, du läufst so komisch. Und durch die Laken sieht er mich so halbwegs wahrscheinlich. So wie es ausgesehen hat. Na? Sei kein Feigling. Komm her, verdammt. Och Mann, muss ich dem echt nur so hinterherlaufen? Was daneben? Das habe ich schon gerade gedacht. Die nehme ich mit. Ich brauche Energie. Erstmal da runter. Ja, warum kann sie nur in die Richtung schauen? Ich verstehe es nicht. Wie oft muss ich mit der Axt treffen? 5-mal, 10-mal. Und ich frage mich eh, wenn Joseph jetzt hier verlieren wird. Tot ist er trotzdem noch nicht. Hm. Sei kein Feigling. Niemals. Wo steckst du? Cool, wenn du das jetzt hier links reingehen würdest. Alter. Ach, da rennst du. Da bist du. Sag bloß, du hast mich gesehen. Du weißt, wo ich bin. Na? Guck bloß nicht hier runter. Halt. Du hast uns hierher gebracht. Dafür bringe ich dich um. Hab ich dich. Ah!
Lass mich! Hä, der macht gar nichts. Weit kannst du nicht sein. Hä? Das hat da nicht viel gemacht. Der ist komisch, der Typ. Bisschen arg komisch. Deine Lache. Sei kein Feigling. Komm her, verdammt. Bist du das Kind? Nein. Mann! Sei kein Frosch. Wo ist der jetzt hin? Uah, runter. Tschüss. Hä, der fühlt das total komisch. Bin ich da? Sei kein Feigling. Komm her, verdammt. Niemals. Ja, bis ich draußen bin, dreht er sich schon wieder um. Das ist eher mein Problem. Und? Was machst du jetzt? Bist verwirrt. Sache, der dreht sich ja zu schnell um. So, und ja! Was? Daneben! Was? 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 Treffer! Warum zwingt ihr mich dazu? Verdammt, Joseph! Du hättest dich nicht einmischen sollen! Gibt es Taten, für die sie sich schämen? Okay, wir haben Joseph besiegt und nun sind wir irgendwo hier? Moment mal. Das Haus. Nein, das kann nicht sein. Welches Haus? Das werden wir im nächsten Part herausfinden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.